glitzernd im Mondlicht. Vom Palast her ist ein tiefes Grollen und Humpeln zu hören. Plötzlich greifen sie dich an. Was zum... Oh, hi. Kaum auf dem Boden, ne? Kaum mal richtig auf den Putz hier. Tja, das waren wohl die Wachen des, keine Ahnung. Oh, muss mal. Können wir weiterlesen, oder? Gibt's hier noch was zum Lesen? Oh ja. Ja, okay. Du bist dran. Das war knapp, doch warum bei allen Göttern wurdest du angegriffen? Vielleicht sind es die Winterelfen, die nicht so freundlich gesinnt wie dir in Nozzle Dossel gegenüber erwähnt haben. Vielleicht hatte er sogar recht mit seinen Vorurteilen. Du beschließt, in den Palast einzudringen, ob willkommen oder nicht. Du wirst Königin Emerelle persönlich gegenübertreten und eine Rechtfertigung verlangen. Dann hinein. Oi. Hi. Hi. Wer seid ihr denn? Dein Hund kläfft rum. Hinterfotzige Elfen! Bist du das? Nein, bist du nicht. Was hat dem denn gerade so viel Schaden gemacht? I don't know. Oh, guck mal, der hat den gleichen Schild wie ich. Oh, hi. Ist hier irgendwie noch was? Kiste oder so? Da sind auf jeden Fall hinterfotzige Elfen. Da waren hinterfotzige Elfen. Gucken wir mal hier noch. Ja, hier hinten ist auch nichts mehr. Sind wir hergekommen. Ja, hätte trotzdem sein können, dass da vielleicht eine Kiste versteckt ist. Aber ist mir halt aufgefallen, dass in dem Foundries halt sowas nicht drin ist, ne? Oder eher sehr, sehr selten. Okay, dann können wir eigentlich hier durch die Tür treten. Jens! Jens ist dran. Günther! Hm? Du sollst vorlesen! Ach, da vorne. Da durch. Dies also, ist wohl die erste Elfe hier, die richtig Emotionen zeigt. Vor starren Augen werden klar und ihr Blick fokussiert. Sie scheint aus einem Traum zu erwachen. Was ist passiert? Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Ich lese vor, das was ich sage. Nachdem du deinen Namen genannt hast, was ist passiert? Ihr wolltet mich töten, das ist passiert. Bei Mystra. Das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, aber warum kommt ihr hierher? So wie ihr gerüstet und bewaffnet seid, könnt man annehmen, ihr wollt den Palast einnehmen. Ich komme von weit her, das ist wahr, doch nicht in böser Absicht. Ich muss ihrer Majestät meine Aufwartung machen. Es ist wichtig. Firas Damachia, Emachelle. Firas Daria. Ja, Daria. Ja. Oder Firas Tarial oder Daria Emerel. Zauberweberin bemüht sich sichtlich, ihre Gedanken klar und ihre Fassung zu bewahren. In welcher Angelegenheit wollt ihr zu ihr? Ja, was soll ich jetzt klicken? Ja, nimm das zweite. Tu sich halt entschuldigen. Tut mir leid, dass ich so grob war. Geht es euch gut? Ihr kommt mir fast vor, als wärt ihr eine Zeit lang nicht ihr selbst.
Ach nö, nicht so lang. Doch. Die Miene der Zauberweberin verfinstert sich ein wenig. Nun, da mögt ihr wohl recht haben. Ich hatte einen solchen Hass auf euch, dabei hatte ich gar keinen Grund. Ich kann mich zwar nicht erinnern, wann und wieso dies passiert sein kann, aber wenn dieser Zauber oder was es auch immer war, alles Firas Firnfey betroffen hat, sollten wir nicht zögern. Demo Marella aufsuchen. Nur bitte verzeiht mir, ich bin durcheinander, bin ich nicht sicher, ob Amarella Ja, das zugegen ist ein komisches Deutsch. zugegen Zugegeben. ist. Ja, oder Zugegen zugegen, ja. ist. Es ist alles so verschwommen. Aber gehen wir, dann werden wir sehen. Ihr kennt den Weg nach euch. Ja, fertig. Ich bin gut. Ja. So, dann lass uns mal da vorne durch die Tür gehen. Ach so, ja, haben wir nicht gesagt nach euch? Ich will ja mal sprinten und dann so zieht sie ihren Schild und läuft ganz langsam. Also Sascha, du läufst falsch. Okay, sag das doch. Haben wir doch gerade. Ach da. Lustig ist, die Türen kann man wieder zumachen. Soll ich? Ich bin gleich da. Ja, soll ich vorlesen? Das meinte ich. Ja, ich muss ja auch öffnen, Moment. Alter. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich darunter fallen möchte. Okay, meine Heilerin wäre fast runtergefallen. Okay, kannst. In heftigem, ebenbürtigem Zweikampf erstreckt sich so zwei absolut identische, edel gekleidete Elfinnen. Das sind aber Elfen. Egal. Ja. Magische, kalte Flammen züngeln jeweils auf die andere Kombattantin zu und verschmelzen einen Patt gleich ineinander. Keine der beiden scheint nachgeben zu wollen oder nachgeben zu können. Wohl aber wirst du bemerkt, denn gleichzeitig zucken die Augen der zwei Firnfee über ihre Schultern in deine Richtung. Gelbe Schrift links. Achso, die Meloe, Fremdling, wer auch immer ihr seid, helft mir, diese falsche Schlange zu vernichten. Sie will an meiner Stadt regieren und ihre Existenz zerstören. Weiße Schrift rechts. Glaubt dieser falschen Schlange kein Wort. Ich bin die echte Immerell, Königin der Firnfell und die echte Firastaria. Immer noch im Duell verstrickt? Wie kannst du nur so reden? Du falsches Spiegelbild meiner selbst, aus der ewigen Nacht gekrochen, um mich zu vernichten? Die Meloe, Fremdling, bitte helft mir, dieses Geschöpf der ewigen Nacht zu schlagen. Das Firas-Gona wird untergehen, wenn die Oberhand gewinnen sollte. Du solltest schleunigst eingreifen, denn du bemerkst deutlich, dass beide Kontrahenten langsam aber sicher schwächer werden. Wie entscheidest du dich? Ja, links, rechts oder halt überlegen, ne? Überlegen, welches die echte ist. Ja. Nach kurzer Überlegung fällt dir etwas ein, wie als du den Sphärenstein berührst, welchen du immer noch in deiner Tasche trägst. Du holst ihn hervor und sagst in der Hoffnung, dass die Finte klappt. Wer gab mir diesen Stein? Er war ein Geschenk von mir. An Stock kurz. Euch. Lügnerin! Ich gab ihn einer Gnomen. Nannelwannel war ihr Name und ihr habt ihn von ihr. Ha! Erwischt! Schau, du falsche Schlange. Soll ich jetzt, ja? Wieso? Sie hat immer noch die gleiche Tuse. Also, okay, dann mach. Geschwächt von dem Duell stehst du nun der richtigen Königin. Wow, du leuchtest ziemlich krass. Königin Überell gegenüber. Ihre fremdartige Schönheit und ihre kalten blauen Augen, die kristallengleichen, faszinieren dich. Ihre Stimme ist sanft und anmutig, als sie zu sprechen beginnt. Ich danke euch vielmals, Fremdling. Wer hat mich aus diesem Zwist befreit? Du sagst deine. Kim Hammerfaust.
Familie Hammerfaust, bitte. Familie Hammerfaust? Oder Familie Hammerfaust? Sie legt den Kopf leicht schief. Was war euer Ansinn, welches euch in das Reich der ewigen Nacht geführt hat? Ich bin auf Geheiß der mandragonischen Gnome hier. Ich war Zeuge eines Angriffs auf deren Dorf von Kreaturen, die ihr wohl befehligt habt, Eure Majestät. Ihr zuerst kühles Gesicht gerät aus den Fugen. Was sprecht ihr da? Ich würde so etwas nie anordnen und ebenso wenig tolerieren. Aber wie ihr schon bemerkt habt, waren zwei meiner Existenzen hier zugegen. Was ihr dort gesehen habt, war meine dunkle Seite. Sie muss es wohl gewesen sein, die das Eis zum Wandeln brachte und den Angriff auf Groschuitbühl befahl, während wir zwei im Zweikampf verstrickt waren. Eure dunkle Seite? Sie setzt seine Erklärung an. Ja, Familie Hammerfaust, die Gedankenkraft und der Wille der Firas Firnfey ist stark. Wie ihr schon wisst, können wir das Eis nach unserem Willen formen und uns sogar aus uns selbst neu erschaffen, wenn wir spüren, dass die Vergänglichkeit naht. Doch sind unsere Gedanken unrein und kontrollieren wir sie nicht mit unserem Willen, können wir unsere dunkle Seite Fleisch werden lassen. Sichtlich beschämt senkt sie den Blick. Und dies ist mir passiert. Mir, der Firas Daria. Aha, ich fasse also zusammen. Ihr habt einen dunklen Zwilling mit eurer Gedankenkraft geschaffen und dieser hat eure Wachen be bezaubert, das Eis zum Laufen gebracht und Mondragona angreifen lassen. Und nicht ihr. Also war Nosseltossels Vorurteil falsch. Ein leichtes, unglückliches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Dieser kleine Kauz dachte wohl, ich hätte ihn verraten. Das sieht ihm ähnlich. Und es tut mir leid um meine Untergebenen haben meine Gedanken doch schlussendlich ihren Tod bedeutet. Sie schließt die Augen und atmet tief die kalte Nachtluft ein. Eine Träne, einem funkelnden Edelstein gleichend, rinnt über ihre Wange. Dann lässt sie langsam wieder die Luft aus ihren Lungen entweichen, als sie wieder ihre Augen öffnet. Aber wie dem auch sei, es ist nun so, wie es ist. Kann ich Familie Hammer Faust um den gefährlichen Gefallen bitten, meiner dunklen Seite Einhalt zu gebieten? Ist sie nicht schon vernichtet? Ich habe, oder wir haben sie doch gerade erst niedergestreckt. Unglücklicherweise muss ich das verneinen, Familie Hammerforst. Ihr habt sie nur zu ihrem Ursprungsort zurückgetrieben, zu der Eisblume, welcher der Ort der Macht der Firas Firnfell darstellt. Dort müsst ihr sie stellen, denn nur dort kann sie vernichtet werden. Da sie und ich ebenbürtig sind, würde unser Kampf dort fast in alle Ewigkeit weitergehen. Deshalb müsst ihr es tun. Sprecht mit Dimel. Louis, sie kann euch den Weg weisen. Einverstanden? Einverstanden. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt schon bei, ja, jetzt mit 7 Minuten Vorlauf, ne? Wir sind euch schon 30 Minuten dran und die Foundry soll 17 Minuten Ja, weil gehen. wir halt alles vorlesen. Ja, aber wenn du das auch selber lesen würdest, ey, du liest das doch nicht innerhalb von 10 Sekunden oder so. Ja, die Der meisten liest. lesen es ja wahrscheinlich einfach nicht. Ja, oder Ja. das? Jens, du bist dran mit Nee, Lesen. Sascha ist Warum dran. nicht? Ne, ich bin dran. Okay, ich komme. Okay. Timoloi! So, F. Ihr seid von weit her gekommen, Fremdling. Schon Doch. wieder ihre Emotionen vergessen. Ja. Sichtlich verwirrt und doch erleichtert steht Timoloi vor dir. Ja. Und doch habt ihr die dunkle Seite Emeralds enthüllt. Wir, meine Königin Anvis. Ne, wie meine Königin Anvis, so ist es richtig, werde ich euch den Weg zur Eisblume weisen. Doch ihr müsst allein dorthin reisen. Mir ist es untersagt, diesen Ort zu betreten, auch unter diesen Umständen. Wieso ahnte ich das? Wo ist das Portal zu dieser Eisblume? Könnt ihr mir kurz erklären, was diese Eisblume sein Wir soll? machen das erste, oder? Ja, wohl keine richtige Blume sein. Okay. Gleich hier zu eurer linken Hand ist in dem Raum, durch wir gekommen sind. Es ist das linke Portal. Folgt mir bitte. So sei es. Wer von euch hat die Türen zugemacht? Ich nicht. Nee, ging automatisch. Damit die Tuse das da intrigieren kann. Das war irgendwie ein bisschen spooky.
Oh, ich dachte jetzt gerade, mein Neverwinter gestorben. Ne. Oh, da vorne sind Gegner. Was sind das für Viecher? Das sind gefrorene, animierte Eiszapfen. Oh, was ist das denn für ein netter Typ? Ja, so kann's gehen. Einem Kennhaken kann auch ich nicht widerstehen. Ne. Boah, ist er schon platt? Ja. Mein Neverwinter ist abgeschmiert. Echt, Hex? Ja. Ja, dann kann er jetzt nicht mehr rein, glaube ich, ne? Doch, wenn er neu connected, müsste er, glaube ich, wieder rein können. Dann muss er aber, glaube ich, den ganzen Weg nochmal neu machen, ne? Hat mich. Vom letzten Einstiegspunkt. Beier mich. Ja. Hat lange nicht geladet. Lädt geladen. Was hat der denn für Zuckungen? Alter. Ach der! Ach guck mal oben, ach, die Gott, Gegner. Oh ja, er hat den Groove verloren. Bist du gerade wieder drin? Günther, haben wir fast die Gruppe verlassen. Oh. Kannst du nicht einfach gehen, ohne Bescheid zu sagen, ey. Also ehrlich. Sag das Neverwinter. Ah komm, ich hab kalte Füße. Und einen kalten Arsch. Wer möchte das wissen? Die Fackel im Sturm. Ja komm, mach morgens mal ein bisschen Bärenfleisch. Oh, wir können Bären rufen. Ja. Cool. Jetzt müssen wir mal gucken, wo Jens ausbleibt, ne? Da oben. Hinter euch. Sag ja, letzten Einstiegspunkt. Okay, ich geh mal abholen. Wo willst du hin? Achso, du bist schon da. Oh. Das sind aber ein paar. Ach. Oh, ein paar, ja. Ich hab schon mal die halbe Gruppe ausgelöscht. Ich glaube, jetzt müssen wir hier inter. Ne? Gar nicht. Nächste okay. Ebene abschließen. Ja. Na, ich glaube, dann kommen wir gleich auch zu dem bösen Ich. Ein Kristall. Können wir auch nicht platt machen. Ne? Echt jetzt? Ja. Eieiei, Dave. Warum machst du sowas? Ich lass mich. Ja, super! Mit Emerel, da ist sie. Gegen die müssen wir gleich kämpfen. Woher weißt du das? Weil das das böse zweite Ich ist. Scheiße. Nur. Bin zu weit reingegangen. Der wächst! Oh, hallo Emerel. Ich hab einen Riesen getötet. Wo war denn da ein Riese gerade? Hinter mir.
Hinter Ich dir. habe auch einen. So, das war's. David, du bist nochmal dran. Warte Mein mal. Gott. Okay. Warte, ich kann hier nicht interagieren, weil hier alle. Okay, jetzt. Geschafft. Der dunkle Zwilling von Emerelle ist gebannt und somit auch die Gefahr für die Fernfell und die Mandragona Gnome. Wir nehmen. Hab Weiter. Das. Danke. Wir Nee, nehmen der nee, nicht. Einfachheit halber an, dass du durch eines der Portale nach was? Großscheutebühl zurückkehrst und das Royal Missverständnis aufklärst. Abschließend sei noch auf die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs stolz und Vorurteil hingewiesen. Spielt ihre Faulen, wie es bewertet sie fair. Ach ja, ich habe keinen Einfluss auf den Inhalt des der Beutekiste. Grüße. Eis 5. Ja, dass der Ersteller Laber diese nicht zu Form viel, sieht. sondern rück die Kiste raus. Genau. Jo, ich habe eine behandelte Lederrüstung für einen Trickserschurken. Der Gürtel der Genesung. Ja, habe ich auch gekriegt, Gürtel der Genesung. Bewertung, Bewerten. das Ganze kriegt 4 Sterne, standardmäßig jo. Bei mir. Ich habe Schuhe bekommen. Okay. So, dann gucken wir doch mal, ob ich die Ups. auch anlegen kann. Ja, schön. Ich habe nur auf okay gedrückt. Da wollte ich gerade, da wollte ich echt gerade hier Inventar gucken, weißt du, und der drückt auf okay. Ich kann doch nicht dafür. Okay, den Gürtel kann ich verkaufen. Okay, dann lass uns mal zu Gnix gehen und Björn, ich glaube, das werden wir wieder in zwei Parks aufteilen. Dann sehen wir uns mal wieder, so wie beim letzten Mal. Am Mittwoch erst wieder. Richtig. Ach so, zu Rix, nicht zu Knix. Ja, Knix Rix. Ich wollte zu Knix laufen. Ich stehe direkt vor dem. So, da bist du. Komm mit Knix. Da ist Knix. Und abschließen. Quest abschließen. So, und ja, boah, in 20 Stunden darf ich erst wieder eine Daily nehmen. So. Okay, dann würde ich sagen, dann bleiben wir hier vorne stehen, ne? Kommen alle nach hier vorne. Lass mal zum Bankhaus gehen. Da ist okay. weniger los. So. Na komm, reite doch. Alter. Ja. David, hier stehe ich. So, alle nochmal die Gefährten wegschicken, bitte. Jupp. So, wegschicken, nicht passiv sechsen. Ausbildung beginnen, ja, dann machen wir das doch. So. Eine Stunde und 5 Minuten. Ja. Okay. Kommst du dann hier runter, bitte? Dave. David. So, und alle mal bitte in meine Richtung gucken. David, runter vom Bären. Und daneben stellen. Bitte. Sascha, du stehst übrigens auch falsch. Ach so rum. Okay. Okay, und mit diesem Bild sagen wir dann hier Tschüssikowski mit Füßen und wir hören uns dann am Mittwoch wieder, wenn es dann heißt Neverwinter mit die Hammerfäuste. Tschö, tschö, bis die Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage, Junge. Bye. Tschüss, Junge.